Was mussten Sie eigentlich in der Schule lernen, was Sie später nie wieder gebraucht haben? Was läuft denn schief im Schulsystem? Warum gibt es keine grundlegenden Reformen? Margret Rassfeld ist ehemalige Lehrerin und Schulleiterin. Sie kann uns heute erklären, warum Kinder heute frustriert sind, immer mehr Druck haben und oft das Falsche lernen. Und sie bietet auch Lösungen an. Neue Lernformate für eine Schule im Aufbruch. Jetzt geht's los. Herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Hinnerk Baumgarten. Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend und hallo zu DAS am Dienstagabend. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland an unserem Bildungssystem. Da kann man sich schon mal reiben. Und das betrifft nicht nur die veraltete Ausstattung der Schulen. Viel Unnützes muss gelernt werden. Es mangelt dagegen an digitaler und sozialer Bildung, an Wissen, das konkret umgesetzt werden kann. Unser Gast heute Abend will das mit neuen Lernformaten ändern. Sie ist ehemalige Lehrerin und Schulleiterin. Margret Rassfeld ist heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Ganz herzlich willkommen. Danke, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Letzter Ferientag, morgen in Niedersachsen und Bremen, so als Beispiel für Norddeutschland. Die anderen sind schon wieder in der Schule. Mit welchem Gefühl, mit welcher, in Anführungsstrichen, Begeisterung gehen die Schülerinnen und Schüler morgen wieder zur Schule oder übermorgen? Ich glaube, die Kleinen, die eingeschult werden, gehen mit wahnsinniger Begeisterung hin, weil sie glauben, boah, jetzt kann ich total viel lernen. Und die Älteren freuen sich, dass sie ihre Freunde wiedersehen. Mehr nicht? Viel mehr glaube ich nicht. Gibt es auch so etwas wie Angst und Frustration, die jetzt schon kommt, so nach dem Motto, oh Mist, ich muss wieder hin, jetzt geht's richtig los? Vielleicht bei Kindern, die keine guten Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Das kann man, glaube ich, nicht verallgemeinern. Ich glaube, die ersten 3 Tage, die gehen noch so. Aber wenn die ersten Arbeiten wieder anstehen oder man wird vielleicht im Unterricht beschämt oder so, dann geht es wieder los, würde ich so sagen. Ja. Wir werden nachher noch Eindrücke von Schülerinnen und Schülern bekommen, die tatsächlich sehr viel Frust ausstrahlen, die auch viel von dem zeigen, was am heutigen Schulsystem möglicherweise krank ist. Und ich freue mich sehr darauf, dass Sie da neue Ideen oder andere Ideen auch heute Abend uns mitteilen können, wie man dieses Schulsystem vielleicht verbessern und auch ein wenig verändern könnte. Für etwas zu burnen, also Burn for, ist natürlich viel besser als Burnout, als ausgebrannt zu sein. Frau Rassfeld, wie viele Schüler sind Ihrer Einschätzung nach ausgebrannt? Ich glaube, ziemlich viele, aber oft so, dass sie es gar nicht mehr merken. Mhm. Wir reduzieren ja die Kinder auf ihre Noten. Ich habe gestern mit einem Vater gesprochen, wie geht es denn ihren Kindern? Wunderbar geht es denen, die bringen Einsatzzeugnisse. Und ich habe dann mit den Kindern mal etwas näher gesprochen und denen geht es gar nicht so gut. Aber oft merken sie es nicht, weil sie in diesem ganzen Hamsterrad laufen, wie auch viele Erwachsene. Höher, schneller, weiter, zack, zack, zack. Alle sind in Hektik und in Stress. Die Eltern laufen auch mit in diesem ganzen Hamsterrad. Sie kennen ja auch oft gar nicht eine andere Schule. Sie können sich gar nicht vorstellen, dass es auch anders sein kann und sagen, ja komm, hat mir auch nicht geschadet, da müssen wir jetzt durch. Aber die Kinder werden sich selber und ihrer Begeisterung und ihrem Lernen entfremdet. Die kommen ja alle total begeistert. Sie wollen, aber werden dann enttäuscht von der Schule. Genau, sie müssen dann Vorgegebenes abliefern im Gleichschritt, sehr viel Arbeitsblätter ausfüllen, sehr viele Dinge, die für sie nicht so den Sinn ergeben. Ein Zeichen dieser Frustration sind auch Briefe, die in Leipzig an einer Schule von Schülerinnen und Schülern ausgehängt wurden. Was hat es mit diesen Briefen genau auf sich? Also diese Briefe stammen von SchülerInnen aus einem Gymnasium und ich erkläre mir das so, denen ging es auch vorher schon nicht gut. Das sind alles leistungsstarke Schülerinnen, die diese Briefe ausgehängt haben, aber die sind einfach wieder mitgerannt. Ja, haben den ganzen Tag gelernt, haben die Einsernoten abgeliefert und dann kam der Lockdown. Und dann kamen sie wieder aus dem Lockdown und niemand hat sie gefragt, wie geht's euch eigentlich, was braucht ihr jetzt? Sondern dann ging es erst recht darum, Stoff nachholen, Stoff, Stoff, Stoff. Die haben zum Teil 8 Arbeiten die Woche geschrieben. Alle Lehrer mussten die Noten einsammeln, den Lehrern geht's ja auch nicht gut. Ich mache hier keine Lehrerschelte. Mhm. Und ich glaube, da ist das Fass übergelaufen und dann hat sich ein Schüler getraut, einen Brief auszuhängen, wie es ihm wirklich geht. Und dann sind 70 andere gefolgt. Und da ich diese Schule berate, habe ich das mitbekommen und war so erschüttert.
mir sind die Tränen gekommen. Und dann habe ich gesagt, wir müssen da jetzt was tun. Und es geht ganz vielen so. Und oft wissen sie nicht voneinander und denken, sie sind die Einzigen. Und wir haben ja auch eine Studie nach der anderen, wie schlecht es den Kindern psychosozial geht. Schon vor Covid und nach Covid noch schlimmer. Und diese Briefe, da haben wir drei davon mal versucht, auch von den Schülerinnen und Schülern nachsprechen zu lassen. Also das sind die Originalbriefe selber vorgetragen. Ich kann nicht mehr. Ich habe nichts mehr. Keinen Mut, keine Hoffnung, keine Lust, keine Kraft, keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Und jede Zeit, die ich besitze, opfere ich der Schule. Mathehausaufgaben, Chemienachhilfe, Italienischvokabeln. Zeit hat für mich keine Bedeutung mehr. Verdammt, Schule, was tust du mir an? Was nützt du denn, Schule? Du bringst mir bei, ich sei nicht genug. Die anderen sind besser als ich. Du bringst mir bei, dass Stress normal ist. Du bringst mir bei, wie es ist, sich allein zu fühlen. Du bringst mir bei, dass ich nicht passe, nicht richtig bin und nichts kann. Ich frage mich morgens, warum ich so müde bin. Ich habe doch 8 Stunden geschlafen. Ich bin müde, weil mein Gehirn nie schlafen darf. Und selbst in der Zeit, wo es dürfte, hat es sich schon so daran gewöhnt, aktiv zu bleiben. Ich bin also nicht nur traurig, sondern auch noch müde. Und dann erwartet man von mir, alles gleichzeitig hinzukriegen. Nein, das kann kein Kind. Ich habe gelernt, mit all diesen Dingen irgendwie zurechtzukommen, weil ich weiß, dass ich keine andere Chance habe. Es macht mich aber dennoch krank. Dieses Gefühl von Überforderung wird jeden Tag wie von einer Expertin von mir unterdrückt, aber in den kleinsten Momenten überschwemme ich alles mit diesen Gefühlen. Ich habe also ein schönes Haus gebaut und Schule fängt an. Die ersten Wochen lassen den Stuck am Haus abbrechen. Die erste Klausur tritt die Tür ein und in der Klausurenphase mit 2 bis 3 pro Woche plus Tests explodiert eine Bombe im Inneren des Gebäudes. Nur die Fassade steht noch. Nur über diese Fassade habe ich überhaupt die Kraft, mich mit FreundInnen am Wochenende in der Schulzeit zu treffen. Wenn sie noch einstürze, wäre ich innerlich tot. Und manchmal habe ich das Gefühl, Schule will genau das erreichen. Ja, es ist erschütternd. Das sind Original-Gefühlsäußerungen von Schülerinnen und Schülern. Woher stammt dieses Gefühl der Überforderung, dieses Gefühl der Frustration? Menschen haben 2 Grundbedürfnisse, was uns auch gesund hält. Das eine Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Gestalten wollen, nach Autonomie. Und das andere Bedürfnis ist das nach Verbundenheit. Und Schule unterläuft also das Schulsystem, so wie wir Schule machen, es gibt Ausnahmen, aber en gros, unterläuft diese beiden Grundbedürfnisse, nämlich wir überschütten die Schüler mit fremdbestimmten Inhalten, der Lehrer, das Schulbuch, die Arbeitsblätter sagen, was du tun sollst, du sollst, du sollst, du sollst. Sie können sich da gar nicht mit verbinden. Und durch die ständige Bewertung, durch Ziffernoten, wird die Verbundenheit, Lehrer, also Motivation und überhaupt Lernen erfolgt über Beziehung. Und diese Noten und die ständige Bewertung mit Ziffern von 1 bis 6 zerreißen dieses Band der Verbundenheit. Wer ist davon alles betroffen? Sind es die Abiturjahrgänge, die jetzt einen besonderen Druck haben? Oder sind es auch schon untere Jahrgänge? Das geht schon in der Grundschule los, weil wir ja ein selektives Schulsystem haben. Mhm. Und je nach Bundesland sind die Übertrittsnoten wichtig. In Bayern 2,33. Da weinen die Kinder in der 3. Klasse, wenn sie eine 3 schreiben und müssen zur Nachhilfe, weil sie ja aufs Gymnasium sollen. Das ist Verrat an unseren Kindern, ehrlich gesagt. Ist da auch Druck von Eltern, der damit reinspielt? Ja, ich glaube, die Eltern wissen es nicht anders. Wenn ich Elternvorträge halte und die kapieren auf einmal, was sie da machen, dann fangen sie auch an nachzudenken. Aber es ist ja in Bayern zum Beispiel dieses System und die Eltern möchten ihre Kinder aufs Gymnasium haben. Und da schaut keiner, wie geht's eigentlich dem Kind. Ja? Und diese Kinder, diese zarten Kinderseelen und dieses ganze Potenzial und diese Begeisterung am Lernen geht verloren. Das ist eigentlich das Allerschlimmste, dass wir den Kindern die Begeisterung am Lernen, dass wir da zuschauen, und wie die in so eine emotionslose Maschinerie gehen und funktionieren. Frau Rassfeld, jetzt sitzen bestimmt ganz viele Menschen vorm Fernseher und sagen, das gab es schon immer.
Und zwar dieses Thema, dass man in der Schule nicht mitgekommen ist, dass man in der Schule sich anstrengen musste, dass man in der Schule fleißig sein musste, dass man Enttäuschungen erlebt hatte. Ist denn das heutzutage irgendwie anders als früher? Machen wir da, ich sag's jetzt mal ganz offen, machen wir da zu viel Zirkus mittlerweile drum? Also es ist so, wer Leistung will, muss Sinn anbieten. Sinn? Was? Sinn, ja klar. Und wenn Schüler selbst organisiert lernen und Projekte machen und was in die Welt bringen, ist das eine viel höhere Leistung, als in Arbeitsblättern Texte auszufüllen. Also das mal zum Begriff Leistung. Und Motivation, wie gesagt, entsteht über Beziehung. Und Emotionen sind auch total wichtig. Die werden auch unterdrückt. Und die Kinder heute sind ja anders als früher. Das wollte ich gerne wissen. Ist es denn da anders als früher? War es früher genauso oder hat es sich jetzt doch anders entwickelt noch? Ja, wir haben doch jetzt Eltern, die ihre Kinder anders erziehen. Wir haben eine viel stärkere demokratische Kultur. Als ich groß geworden bin, hieß es noch, und wenn du stellst deine Füße unter meinen Tisch und so weiter. Die Kinder sind, wir leben in, jetzt haben wir den Ukraine-Krieg, aber hier in Deutschland in jahrzehntelanger Frieden und in einer ganz anderen Kultur rund um die Schule herum, die nicht so hierarchisch ist. Viele Eltern möchten auch nicht, dass die Kinder so behandelt werden. Da gibt es auch Studien drüber, die werden aber nicht so veröffentlicht. Die Adenauer-Stiftung hat mal eine Studie dazu gemacht, dass es auch den Eltern nicht gut geht. Trotzdem halten die am selektiven System fest. Viel, das ist das eine. Das andere ist, die Kinder kriegen so viele spannende Impulse. Auch wir konnten ja früher, als ich in die Schule ging, da hat ein Schwarz-Weiß-Film hat uns doch vom Hocker gerissen, war was ganz Besonderes. Heute kriegen die so viele Impulse und Anregungen und dann werden die eingestuhlt, ja? Was den Menschen zum Schüler macht, Einstuhlung. Die sollen den ganzen Tag auf dem Stuhl sitzen. Die Erwachsenen können ja noch rumlaufen. Der Bewegungsmangel, den sie sowieso schon haben, wird in der Schule dadurch noch mal verstärkt. Und dann immer dieses, du sollst, du sollst, du sollst. Und dann gehen die auf so eine Schiene in einen Erfüllermodus. Und das andere ist, was wir ja heute brauchen, wir haben riesen Herausforderungen in der Welt. Wir können Menschen mit Fehlerangst und Erfüllermodus gar nicht gebrauchen. Die müssen kreativ sein, lösungsorientiert denken, die müssen an sich glauben. Wir haben viele, auch Jugendliche, die haben schon den Glauben verloren, dass sie überhaupt etwas noch gestalten können. Wir haben im April diesen Jahres die Vodafone-Studie, 86% fühlen sich ohnmächtig, haben sich von der Demokratie verabschiedet. Die da oben machen sowieso, was sie wollen. Wir haben ja ganz andere Herausforderungen als noch vor 30, 40 Jahren. Wobei das sich, glaube ich, nicht direkt auf das Schulsystem bezogen hat, sondern mehr auf das Gefühl der Jugendlichen insgesamt. Aber genau, wir wollen ja mal in die Lösung reingehen. Sie bieten ja verschiedene Lösungsansätze an. Und da sprechen wir gleich über Ihr Projekt Schule im Aufbruch. Vorher aber gucken wir uns einen Teil dessen an, eine Idee daraus an. Vivian Winzer und der Friday. Sie haken, jäten und ernten. Diese Kinder fühlen sich hier so richtig wohl, sogar im Regen. Es duftet schön, hier ist alles bunt und ich mag einfach die frische Luft. Ich arbeite gern mit Erde. Ich finde es hier schön. Man muss ja nichts kaufen hier. Das ist hier alles bio, man hat es selber alles eingepflanzt. Dies ist der Acker der Grundschule Bothmer im niedersächsischen Schwarmstedt. Kinder aus allen Altersstufen kommen zusammen, um ihn zu pflegen. Ein Projekt im Rahmen des Friday. Beim Friday suchen wir uns Themen, die uns interessieren oder über die wir was rausfinden wollen. Und dann schließen wir uns zu Gruppen und forschen darüber. Und finden vielleicht Lösungen, wie man das ein oder andere Problem besser machen kann. Serafina und Sven, ihr könnt den Frühlingslauch da abschnibbeln. Und Lea ist eine der Ältesten. Sie weiß schon, worauf es ankommt. Selbstständiges Lernen steht beim Friday im Vordergrund. Dabei nehmen LehrerInnen eine ganz neue Rolle ein. Ja, wir entwickeln uns zu Lernbegleiterinnen. Und das ist tatsächlich ein großer Sprung. Und am Friday können wir das wunderbar üben. Weg von demjenigen, der immer alles weiß und alles besser weiß und immer korrigiert, hin zu jemandem, der mit ihnen gemeinsam auf Entdeckungsreise geht. Das Motto des Friday: Lernen, die Welt zu verändern. Die Kinder orientieren sich dabei an den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN.
Die Kinder schauen einfach genau, was läuft nicht so richtig gut, wofür möchte ich mich einsetzen oder worüber möchte ich gern mehr erfahren. Und da ist der Friday einfach ein wunderbares Format. Wir lernen zu sein, wer bin ich, was interessiert mich und was ist mir wichtig. Das kann man im Friday super machen. Die Projekte ganz unterschiedlich. Bei einem Lauf gegen den Hunger haben die Kinder eine Summe von knapp 10.000 Euro gesammelt. Aktuell steht das Thema Frieden hoch im Kurs. Wir wollen eine Friedensflagge machen. Da hinten ist dann so eine Flagge, und die, also so ein Flaggenturm. Und da wollen wir die Flagge dann eben drauf machen, damit das, ja, da, ich hoffe, dass dann mehr Menschen sich dafür einsetzen, dass es kein Krieg mehr ist. Alle Länderflaggen wollen sie aufmalen. Der Krieg in der Ukraine beschäftigt die Kinder hier sehr. Der Krieg ist ja eben blöd. Es kommen viele Menschen ums Leben. Vor allen Dingen in der Ukraine. Das macht mir jetzt auch ein bisschen Sorgen. Die Ukraine gegen Russland ist ja bestimmt nicht der einzige Krieg auf der Welt. Es gibt eben bestimmt noch ein paar, so 10 Kriege mehr oder so. Zurück zum Acker. Für Lea ist er ein ganz besonderer Ort, der zum Nachdenken anregt. Mein größter Wunsch wäre, dass es mehr Menschen gibt, die sich Gedanken über verschiedene Sachen machen, über die Umwelt, über Armut und auch andere Sachen, die sehr wichtig im Leben sind. Dass es da mehr Menschen gibt, die darüber nachdenken und die vielleicht auch was machen. Kreativ werden und selbst anpacken. Die GrundschülerInnen aus Schwarmstedt zeigen, wie es geht. In der Schule lernen, die Welt zu verändern, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Ja, es ist tatsächlich eine praktische Umsetzung ihrer Reformideen. Und diesen Friday, übrigens, den schreibt man genauso wie den Buchtitel bei Ihnen, Friday, also freier Freiheit. Tag, der ja zur freien Verfügung steht, um eben andere Dinge, außerschulische Dinge einfach mal zu erlernen. Erzählen Sie doch mal, inwieweit Schule im Aufbruch, das ist die Reformidee, inwieweit ist der Friday ein Teil davon? Schule im Aufbruch steht für selbstorganisiertes Lernen, steht dafür, die Bedürfnisse der Kinder zu sehen, steht auch dafür, die SDGs, die wichtigen Themen, in die Schule zu tragen. Was sind SDGs? Das sind diese 17 Ziele, die wir gerade gesehen haben. Die heißen Sustainable Development Goals oder globale Ziele. Die sind 2015 verabschiedet worden. Schule im Aufbruch, interessanterweise, hat gar nicht jetzt Reformideen, die nicht bildungspolitisch auch schon da wären. Es gibt nämlich einen nationalen Aktionsplan im Kontext dieser 17 Ziele. Und der heißt, Schule muss sich grundlegend ändern. Und Schule im Aufbruch hat schon lange diese Lernformate. Ich finde es ganz interessant, dieses Schule muss sich grundlegend ändern. Das sieht man ganz besonders an diesen vier Säulen, die Schule im Aufbruch ausmachen. Genau, die stammen auch von der UNESCO, schon 1996. Lernen, Wissen zu erwerben, ist natürlich wichtig. Mhm. Aber nicht, ich kriege Wissen hier oben reingeschüttet, um es wieder auszuspucken für den Test, sondern ich lerne, wie ich mir selber Wissen aneigne. Haben wir bei Covid gemerkt, dass das viele nicht können, ist aber ein Auftrag von Schule. Mhm. Die zweite Säule heißt, das Zusammenleben lernen. Deshalb bin ich Fan von Gemeinschaftsschulen. Wie sollen wir das Zusammenleben in der einen Welt lernen, wenn wir uns nicht trauen, unsere Kinder 10 Jahre gemeinsam auf eine Schule zu schicken? Diversity, der Umgang damit und so weiter, total wichtig. Die dritte Säule heißt, lernen zu handeln, Verantwortung zu übernehmen. Das lernst du nicht durch Schreiben und am Tisch, sondern da musst du rausgehen und erleben, was es selber aktiv werden. Ja, und auch was es mit der macht und dass erwachsene Kindern das überhaupt zutrauen, da wachsen die total dran, da machen die Erfahrungen von Wirksamkeit. Und das ist die Grundlage von Potenzialentfaltung, dass wir daran glauben, dass diese Kinder ganz viel in sich tragen, was in der Schule, in der normalen Schule gar nicht zur Entfaltung kommen kann. Und die vierte Säule heißt, lernen zu sein. Also wer bin ich eigentlich? Dass Lehrer, indem sie eben solche Prozessbegleiter sind, reflektieren, was die Kinder können, welche Fortschritte sie machen. Und dann eben auch schauen, wofür brenne ich, was interessiert mich. Und nicht nur der Stundenplan abzuarbeiten. Des Stunden. Wie soll so eine Schule genau aussehen, ganz konkret? Also ja, wir haben ja etliche Schulen im Aufbruch. Es sind auch viele in Norddeutschland, die da mitmachen mit ihren Ideen. Ne? Genau, auch in anderen Bundesländern. Und
Die Basics, die man eben wissen muss für diese zentralen Prüfungen, werden vorwiegend selbstorganisiert gelernt. Und dann entscheiden die Kinder auch selbst, wann sie sich testen. Weil nämlich durch diese Arbeiten, ja, morgen schreiben wir eine englische Arbeit und übermorgen eine Mathearbeit und nächsten Montag eine deutsche Arbeit. Dadurch kommt dieser ganze Stress, oh Gott, kann ich das alles? Die Kinder schlafen nicht vernünftig. Mhm. Und die lernen selbstständig die Themen, meinetwegen Ballade oder Prozentrechnung. Und der Test ist eigentlich der normale Abschluss. Ich teste mich jetzt, weil ich wissen will, ob ich es kann. Ist da in dem Moment, wo Sie das so sagen, ich lege selber fest, wann ich mich selber teste, ist da Schule dann nicht weit entfernt von dem, was später auf die Kinder im Leben zukommt? Also ich finde, dass das diese Denke, ja. Ich frage nur, weil bestimmt viele so auch denken. Denke, dann werden wir die jetzt schon mal auf den Ernst des Lebens vorbereiten, ist egal, wie es ihnen geht. Die halte ich für sehr gefährlich. Und das andere ist, wenn wir uns die heutige Arbeitswelt angucken, da wird in Projekten gearbeitet. Da hat man jetzt die agile, digitale Transformation. Der Arbeitsmarkt ändert sich ja. Da braucht man Menschen, die in Teams arbeiten, die keine Fehlerangst haben. Die Wirtschaft gibt Millionen aus, um das Mindset der Jugendlichen, die aus den Schulen kommen oder auch der Studierenden, die von den Unis kommen, dieses Mindset von sag mir da, was ich tun soll, Erfüllergeist, das mache ich dann auch und Fehlerangst. Ja, Fehlerangst ist ja tödlich für die großen Transformationen und für Kreativität zu wenden. Und deshalb ist auch die Arbeitswelt jetzt anders. Und wir müssen überall, auch in Universitäten und überall müssen wir ja, in andere Lernkulturen gehen, in andere Arbeitskulturen, damit die Menschen überhaupt auch ihr Herzpotenzial da reinbringen. Wir sind ja so kognitiv unterwegs. Ich versuche das mal ein bisschen für mich selber noch mal so auf einen Satz zu bringen. Also weg von dem stumpfen Wiederholen, was in mich hinein gelehrt wird, hin zu einem kreativen, selbst auferlegten Lernprozess, wo man ganz andere Potenziale möglicherweise noch erreichen kann. Genau. Und was wichtig ist, wir haben das in den Briefen der SchülerInnen vorhin gesehen. Die Schüler heute vergleichen sich ständig miteinander und kommen dann angerannt. Kriege ich dafür noch ein Pünktchen und dafür noch ein Pünktchen? Es geht um diese Noten. Die werden reduziert auf diese Noten. Also die haben das selber schon so in sich. Wenn ich eine gute Note habe, bin ich gut. Und wenn nicht, bin ich schlecht. Und der Vergleich kommt eben über diese Arbeiten, die im Gleichschritt geschrieben werden, im Gleichschritt zurückgegeben werden, dann geht sofort los. Ach, was hast du denn? Ich bin aber besser und so weiter und Mobbing und was da alles mit dranhängt. Wir leben jetzt im 21. Jahrhundert, wir leben auch im Jahrhundert der Digitalität. Wir können die Noten jetzt überwinden in ganz andere Feedback-Systeme und was wir sonst noch schon haben. Und die Lehrer müssen eben auch anders ausgebildet werden. Über Lehrer sollten wir gleich noch mal sprechen, finde ich ganz interessant. Und dieses Vergleich und Konkurrenz für die große Transformation brauchen wir die Kraft des Wir, müssen wir in Teams arbeiten und müssen raus aus dem Höher, Schneller, Weiter, Mehr. Gehen wir gleich noch mal drauf ein. Vorher schauen wir uns mal einen ganz interessanten Ansatz an. Und zwar ein Entrepreneur ist locker ausgedrückt ein Unternehmer. Eine Bildungsinitiative aus Hamburg sagt, Kinder werden als Entrepreneure geboren. Man muss es nur wieder aus ihnen rauskitzeln. Alicia Elling zeigt Ihnen ein ganz besonderes Ferienerlebnis. Sommerferien. Zeit für Sonne, Eis und Arschbomben. Oder auch Zeit, sein eigener Boss zu sein. Kick-off-Woche beim Projekt Sommerunternehmer des Hamburger Vereins Futurepreneur. Die Schülerinnen und Schüler grübeln über Geschäftsideen, entwickeln Marketingstrategien und gründen für die Ferien ihr eigenes Mini-Unternehmen. Völlig unabhängig von Schulnoten oder sozialem Hintergrund. Meine Geschäftsidee ist, einen Hotdog-Stand zu öffnen. Meine Idee ist es, Glass Paintings zu machen. Ich habe hier eins mitgebracht von zu Hause. Meine Idee ist es, quasi Tische wieder aufzubereiten. Quasi so gebrauchte Tische, die quasi weggeschmissen, kurz vor Müll sind. Aber meine Idee ist es, kennen Sie diese Sesambällchen? Ja, diese Bällchen halt zu produzieren und dann auf so einem Stand zu verkaufen. Also meine Geschäftsidee ist, in kleinen Unternehmen Yogastunden anzubieten. Also für Mental Health, für Entspannung und damit sie produktiver arbeiten. Die Gründer sind zwischen 13 und 19 Jahre alt. Der Jüngste, Sirio, ist aus Südeuropa angereist und übernachtet bei Freunden in Hamburg.
Ich lebe in Spanien, Barcelona, und ich habe von meinem Vater davon gehört, weil er so in Berlin lebt und hat halt Kontakten hier und Freunde. Also hat er das gehört, und ich will, wenn ich groß bin, immer schon wollte ich Entrepreneur werden. Mit seinem Teampartner Nico möchte er vegetarische Tacos in Unternehmen bringen. Hier kann ich was lernen, auch Praxiserfahrung, was ich wahrscheinlich nicht von meinem Vater lernen kann oder in der Schule. Und ich wollte halt diese Möglichkeit hier nicht verpassen. Fleißig probieren die Jungs die nächsten Wochen Rezepte aus, beantragen Gesundheitszeugnisse und verkaufen ihr Fastfood in Firmen. Laut Vereinsgründerin Kerstin Heuer geht es aber weniger um das Produkt. Der Weg ist das Ziel. Ich habe 8 Jahre lang Kleinunternehmer, die in der Krise waren, in unternehmerischen Krisen waren, beraten. Und da dann gemerkt, es gibt immer die Geschichte hinter der Geschichte. Und die Geschichte hinter der Geschichte hat einfach viel mehr mit dem Mindset zu tun. Wie gehe ich mit Herausforderungen um, mit einem sich verändernden Markt, mit Kommunikation, mit Problemen im Team. Und das ist was, was man ja so nicht lernt. Das lernt man in der Schule nicht. Aber das kann man üben. Mitmachen kostet nichts. Höchstalter 19 Jahre. Das Motto, sei mutig und mach. Scheitert Plan A, mach Plan B. Unterstützt werden die Mini-Firmenbosse dabei von Coaches. Fragen an Fresh Summer. Nico natürlich. Was für uns ganz wichtig ist, dass wir sie einfach eng begleiten, da sind, wenn es dann auch Probleme gibt, da mit dem richtigen Fingerspitzengefühl auch dabei sind, auch wissen und einschätzen können, wann braucht es vielleicht auch mal ein bisschen mehr Hilfe, wann ist es vielleicht aber auch mal wichtig, jemanden laufen zu lassen und seine eigenen Erfahrungen machen zu lassen. Und einfach zu gucken, dass die Stimmung das ganze Projekt über gut bleibt, dass Spaß dabei ist, weil es sind Ferien, die Kids sollen Spaß haben. Am Ende dürfen die Teenager ihre Produkte an Kunden verkaufen, richtig im Einkaufszentrum. Sirio und Nico sind froh, 5 Wochen ihrer Ferien geopfert zu haben. In der Schule sitze ich meistens rum und die meisten Themen interessieren mich vielleicht nicht und bringen mich auch nicht unbedingt weiter. Aber hier weiß ich, das bringt mich weiter in meiner Zukunft. Dass man halt selber entscheidet, selber kreiert und auch im Endeffekt selber Gewinn macht, wenn man das Gute macht. Denn die Teenager bekommen 100 Euro Startgeld für die Produktion. Ihren Gewinn dürfen sie behalten. Der eigentliche Lohn sind aber Anerkennung und Selbstvertrauen. Ich habe auch Freunde, die das nicht machen, weil sie einfach den ganzen Tag zu Hause sitzen vor der Konsole. Und ich bin praktisch stolz, weil ich auch hierbei Spaß dran empfinde. Es ist für alle das erste Geschäft ihres Lebens. Ein Erfolgserlebnis und wertvolles Handwerkszeug für ihre Zukunft. Großartig, einfach diese Motivation, das während der Ferien zu machen. Und Sie haben eben ganz richtig die Worte gesagt, als wir den einen Jungen gerade gehört haben. Wir brauchen nur zuzuhören. Genau, wir brauchen uns gar nicht weiter unterhalten. Wir sehen, was alles in denen steckt. Und Entrepreneurship steckt natürlich total im Friday. Mhm. Weil die könnten das alles am Friday machen. Natürlich, da können sie alles lernen. Sie könnten da noch ihre Firma gründen und so. Wir haben in Köln Mädchen, die haben so bestimmte Gefäße gemacht, die haben sie dann im Unverpacktladen verkauft und die sind so gut weggegangen, dass sie dann eine Schülerfirma gegründet haben und so weiter. Da habe ich trotzdem jetzt noch mal eine Frage. Und zwar eine Frage, was ist eigentlich Bildung? Ist denn Bildung nur etwas, was man praktisch auch umsetzen kann? Oder gehört zu Bildung auch der humanistische Ansatz dazu, dass man über Geschichte etwas lernt, über Philosophie etwas lernt, weil man daraus ja auch bestimmte Lernfähigkeiten erlangt, auch vielleicht aus der Geschichte etwas lernen kann? Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn das Wissen vergessen ist. Mhm. Bildung hat viel mit Haltung zu tun, ob wir die Herzen bilden oder nur die Köpfe. Also die Situation, die wir jetzt gerade in der Welt haben, dass wir vor die Wand rennen, die haben wir ja selber initiiert und gestaltet. Die ist ja nicht vom Himmel gefallen. Und das sind ja alles studierte Menschen, die da an den Schalthebeln sitzen. Also wir brauchen kognitive Bildung und natürlich auch Herzensbildung. Wenn wir uns überlegen, im letzten Jahrhundert haben wir auch im Nationalsozialismus sind viele gebildete Leute mitgelaufen. Also wenn wir nicht die Herzen bilden, sondern nur Wissen, dann laufen wir die Gefahr, dass... Beides. Ich finde, beides. Wenn man die Herzen bildet, dann kann man eben das Wissen auch neutral interessensmäßig einsetzen und nicht nur interessensgeleitet. Das ist ja auch ganz wichtig, genau, zu sagen. Genau, beides ist wichtig. Welche Rolle spielen die Lehrer in all ihren Reformüberlegungen?
Ja, die LehrerInnen, da sage ich erstmal, viele sind Lehrer geworden, um Kinder zu begleiten. Und sie sind in einem Schulsystem, in dem sie sich oft auch ohnmächtig fühlen, in dem sie in 6 verschiedene Klassen rennen, gar nicht in der Lage sind, Beziehungen aufzubauen. Und viele glauben, sie könnten das nicht verändern. Aber sie können natürlich das Ganze auch verändern. Die Lehrer sind noch nicht für dieses Neue ausgebildet. Sie werden ausgebildet, Stunden zu halten. Mhm. Didaktisch gut aufbereitete Stunden, am besten schon das Tafelbild fertig. Und was da links und rechts dann läuft, dafür ist dann keine Zeit. Und deswegen müssen wir die Lehrerausbildung verändern. Wir haben aber keine Zeit, die ändert sich schon, auch die Referendariatsausbildung, punktuell, aber immer an immer mehr Stellen. Aber wir müssen parallel Ausbildung ändern, die Schulen schon umgestalten. Und um nochmal auf den Friday zurückzukommen, viele Schulen fühlen sich total überfordert, wenn sie hören, die ganze Schule soll jetzt in eine neue Lernkultur gehen. Das ist so groß. Und deshalb ist der Friday eine Brücke. Diese 4 Stunden kann jede Schule eigentlich ziemlich schnell einführen, wo die neue Lernkultur erlebt wird, wo die sehen, wie wir das gerade jetzt in dem Film gesehen haben, was alles in den Kindern steckt, ist ja der Wahnsinn. Es machen ja auch ganz viele Schulen, versuchen solche Wege zu gehen, also vielleicht auch mit anderen Projekten oder ähnlichen Projekten oder lassen sich von ihnen natürlich auch inspirieren. Also es passiert ja auch was, die Schulen wollen ja auch was. Genau, also solche Ansätze haben wir in Schulen, aber oft ist der Unterricht das Wesentliche und dann sind die top-on, also zusätzlich. Es liegt natürlich auch daran, dass bestimmter Stoff geschafft werden muss, weil wir haben zum Beispiel auch ein Zentralabitur, wo natürlich dann auch bestimmte Prüfungsaufgaben erfüllt werden müssen. Genau, aber ich kann nur sagen, in der Schule in Berlin, die ich geleitet habe, hatten wir 30% Lernen im Leben. Da waren die gar nicht in der Schule, machen ein herausragendes Abitur. Die Schule ist auch wissenschaftlich evaluiert. Die haben mehr gelernt als in vergleichbaren Schulen mit gleichem Eingangsklientel, die im alten Muster gearbeitet haben. Und das wissen wir auch aus ganz vielen Studien. Wir wissen zum Beispiel vom IQB, die machen sehr viele wissenschaftliche Studien, projektbasiertes Lernen fördert bessere Leistungen in Mathematik. Wir haben auch Studien Mathe, weniger und mehr Musik, bessere Mathe-Noten und so weiter. Also Motivation. Studien gibt es genug. Ja, das ist ja, aber und klar, das muss man sich an sich glauben. Ne? Motivation, da nehmen Sie genau das richtige Wort. Motivation ist ja genau das Richtige, was man machen und etwas tun. Genau. Ist nicht nur in der Schule ein wichtiger Aspekt, ist zum Beispiel auch ein Aspekt für Einzelhändler, die im Kampf gegen die Online-Giganten und die Folgen von Corona bestehen wollen. Eine Idee dazu zeigt Ihnen jetzt Johanna Leper. Hamburg-Eimsbüttel. Beliebtes Szeneviertel, aber seit der Pandemie ein Stück leerer. Viele kleine Läden mussten schließen. Pierre Manier und Team von der Zeitung Eimsbütteler Nachrichten wollen die Nischengeschäfte unterstützen, die dem Stadtteil sein Gesicht geben. Ihre Idee? Ein Online-Shop. Nur für Eimsbütteler Läden. Das Ziel? Vor allem die Nachbarschaft stärken und damit letztendlich den Läden hier aus Eimsbüttel auf eine stärkere Plattform bringen und eben es ermöglichen ihren Kunden, dass, wenn die Kunden etwas suchen, nach dem Motto, gibt's das nicht auch hier, sie auch einfach die Läden aus der Nachbarschaft finden und die Produkte und die Angebote. Es funktioniert wie ein Marktplatz für Eimsbüttel, nur online. Mit seinen Produkten dabei Heinz Spänkuch. Er hat sich mit seinem Laden Dreckstückchen auf Fußmatten spezialisiert. Jede ein Unikat, angefertigt zum Beispiel mit Siebdruck. Dass er sich seit 21 Jahren hier halten kann, liegt auch an seiner Stammkundschaft. Die kommt gerne zum Schnacken vorbei und schaut sich die neuesten Kreationen an. Auch dank ihr kam sein Laden durch die Pandemie. Ob der Eimsbüttel-Shop sie auch ins Netz locken kann? Ich erhoffe mir, dass es eine weitere Streuung gibt, dass uns vielleicht auch Menschen entdecken, die uns noch nicht kennen, sei es jetzt im Viertel oder dann auch zum Mund-zu-Mund-Propaganda. Und dann vielleicht auch eine Verknüpfung der einzelnen Läden, weil man ist so in seiner Welt, in seinem Kosmos und man kennt natürlich auch andere Läden, Ladenbesitzer und ist im Gespräch. Aber vielleicht entsteht da auch noch weiter so ein sozialer Ring. Deswegen haben wir ganz viele.
Shoppingstreifzüge durchs Viertel. Das soll offline und online gehen. Mehr als 20 Geschäfte hat die Internetplattform bisher für sich gewonnen. Die Produkte im Seifenkontor, ziemlich versteckt am Rande des Viertels, wollen eigentlich mit allen Sinnen erlebt werden. Plus einer persönlichen Beratung. Carsten Kurt glaubt, dass es trotzdem Sinn macht, seinem Geschäft jetzt auch online eine Heimat zu geben. So kleine Manufakturen gibt es ja auch ganz verstreut, wobei man dann auch immer mal an die Nebenstraßen gucken muss, weil die Hauptlagen können sich die kleinen Läden oft nicht leisten. Das heißt also, der Eimsbüttel Shop bietet uns auch so eine Art Schaufenster für die kleinen Eimsbütteler Läden und da sind wir sehr, sehr dankbar für. Den Online-Shop gibt es erst seit diesem Sommer. Der Verkauf muss erst noch Fahrt aufnehmen. Viel mehr in der Kasse haben die Händler durch den Internetmarktplatz bisher noch nicht. Die Bestellungen, die hier online einlaufen, werden abends ab 18 Uhr durch den Eimsbüttel-Shop ausgeliefert. Ausschließlich im Viertel und mit dem Lastenrad. Nachhaltig, mit so wenig Verpackung wie möglich. Alle Bestellungen, die bis 15 Uhr ankommen, werden am selben Abend geliefert. Ich versuche schon seit einigen Jahren, die ganz großen Plattformen wie Amazon und sowas komplett zu boykottieren. Und dadurch unterstützt man halt die lokale Wirtschaft. Und man kann aber gleichzeitig von zu Hause aus bestellen und hat das dann eben ein bisschen bequemer, als wenn man immer losziehen muss. Man kann auch einfach in dem Shop mal gucken, wo gibt es überhaupt bestimmte Produkte hier in der Umgebung. Aus dem Viertel aufs Sofa geliefert. Mal sehen, ob die Eimsbüttler-Idee Schule macht. Ja, selber was angepackt. Frau Rassfeld, als ehemalige Schulleiterin und Lehrerin, wie glücklich machen Sie motivierte und neugierige Schülerinnen und Schüler? Auch als Mensch, die strahlen, ja. Die berühren mein Herz. Die geben mir richtig Energie, die stecken mich mit an und geben meinem Wirken Sinn. Und deswegen haben wir jetzt noch einen Gruß von einer ihrer ehemaligen Schülerinnen, von der Jamila Tressel. Wow. Liebe Margret, vor 11 Jahren haben wir uns kennengelernt. Damals war ich 12 Jahre alt und ich bin in dein lila Büro gestolpert zum allerersten Mal. Und du hast dich mir gegenübergesetzt, mich interessiert angeschaut und mich gefragt, wer ich denn bin, was meine Geschichte ist und warum ich auf deine Schule möchte. Und nach einem 45-Minuten Gespräch habe ich mir gedacht, ich habe noch nie eine Schulleiterin getroffen bei einem Bewerbungsgespräch, die sich so für mich interessiert, so viel Zeit für mich nimmt und einfach daran interessiert ist, dass ich eine gute Schulzeit habe. Und ich bin wie so eine kleine Königin dann aus dem Gespräch gegangen und habe zu meiner Mutter gesagt, die Schule und keine andere. Und ich glaube, so wie mir ging es sehr, sehr vielen jungen Menschen, die du die letzten Jahrzehnte über begleitet hast. Und im Namen von uns jungen Menschen möchte ich dir einfach einmal von Herzen Danke sagen. Danke für deinen Mut, für dein Engagement seit Jahrzehnten. Danke für dein Sein, für dein Wirken und vor allem für deine Unerschütterlichkeit, wenn es darum geht, unsere Bildung und unsere Schulen zu den bestmöglichen Orten für Kinder zu machen. Margret, von Herzen vielen, vielen Dank. Jetzt stehen mir die Tränen in den Augen. Ich Dankeschön. Finde einfach, das ist so, das macht ihr Wirken einfach so sinnhaft, ihr Bemühen. Und ja, wir drücken in die Daumen, dass die Schulen besser werden mit ihrem Zutun. Loslegen. Dankeschön. Loslegen ist das Motto. Genau. Danke Ihnen, dass Sie heute da waren, ja. Margit Rassfeld. Morgen kommt die ehemalige ARD-Leiterin Washington, Claudia Buckenmeier, zu uns. Und wir sprechen natürlich über Amerika. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Bis morgen. Schönen Abend.